Okay, dann wieder doch willkommen zurück zur Symphony of War. Wollen wir hier auch mal weitermachen? So, ja. Ansonsten waren wir jetzt soweit ja hier erstmal, ich sag mal in Anführungszeichen, vorbereitet. Also auf wieder ins nächste Kapitel her. Alex. Na mal, du bist doch gerade erst hergekommen. Wir sind dir nicht sicher, bis meine Mission erfüllt ist und ich diesen Krieg gewonnen habe. Ich hasse deine blöden Kriege. Bleib bei Idelia, ja? Der Tempel wird eine Weile auf dich aufpassen. Das hier ist das große Herzogtum Isanta. Seit Generationen unser größter Rivale. Lächerlich. Entsendet sofort alle Einheiten in seine Hauptstadt. Diana, ist der Tempel bereit, gegen Remorque in den Kampf zu ziehen? Dieser Krieg steht uns bevor und ob wir nun bereit sind oder nicht. Zwischen uns und dem Untergang steht nur noch Isanta. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Hauptstadt fällt. Verstanden. Wir müssen nach Süden vordringen und dabei keine Zeit verschwenden. Wenn wir Trucea von den Armeen des Ostens zurückerobern können, wäre das umso besser. Einsatzlimit 15, das ist immer eine Menge. Hier oben war, denke ich, dann das Kloster gewesen. Also okay, erstmal ein bisschen umschauen hier. Das ist Trucea. Also das ist quasi in Anführungszeichen optional. Das ist ja eine Riesenarmee. Last von Isanta. Da stehen hoffentlich noch ein paar mehr als diese zwei Leutchen hier. Bazaar. Okay, gut, so riesig ist jetzt die Map nicht. Das ist ein Tempel. Sandsteine. Und hier rüber werden wir wahrscheinlich nicht kommen, ne? Von da dann irgendwann mal noch Stärkung oder so. 16 Runden. Niederlage. Räuber dem Kampf besiegt. Oder Feind erobert den Palast von Isanta. Oder Feind erobert die Festung Lemelin. Das wird diese hier sein, ne? Na gut. Da werden wir jetzt niemanden hinlassen. Okay, da stehen die natürlich schon mal gut da, hier oben. Sechstausend, also das musst du erstmal knacken hier. Und erobere Trutz. Ach so, also das müssen wir tatsächlich machen. Okay. Weil er nur so gesagt hat, wäre ja nicht schlecht, wenn man da auch, also, okay, dann ist das ja gar nicht mal so. Keine feindlichen Truppen greifen den Palast von Isanta an. Und schließe innerhalb von 12 Runden ab. Okay, also nochmal anders als das Rundenziel unten. Also, das ist so quasi so ein richtiger, in Anführungszeichen, Speedrun hier. Keine Ahnung, ob wir da wirklich noch mehr Truppen haben sollten, als wir jetzt haben, aber na gut. Muss man sich vielleicht tatsächlich dann so ein bisschen aufteilen, ja? Du musst auf jeden Fall mal weit hier runterkommen. Ich meine, wir haben immerhin 12 Squads, das ist ja nicht ganz so wenig, ne? Aber, Barney. Mal dahin.
beziehungsweise vielleicht mal lieber dahin. Zur Rolande. So, und unsere Schützen mal so ein bisschen hier hinter. Ja, können wir einfach mal nur probieren, wie das hier aussieht. Mal los. The time to act is now, awaiting your orders. Master Sergeant, awaiting orders. Kommst fast bis dahin. Na, allerdings, wenn wir da hinziehen, dann natürlich dann auch hier. Die werden da nicht runtergehen, ne? Okay, sofort. Also du bist hier relativ ungefährlich. Das ist ja so ein bisschen der Typ. Stay strong, everyone. Ich meine, wir könnten die vom Wald aus angreifen mit unseren Schützen. Ich finde das ganz okay. Jetzt haben wir hier irgendjemanden. Break their resolve. Just getting started. A paladin never surrenders. I love this part. Okay, der Drache kommt offensichtlich auch darauf. I await your command. Und ihr könnt auch irgendwas schießen, also. I must be brave. Die vorne mit ihren Anführern da dran, oder werden wir auf jeden Fall mal jemanden rüberschicken müssen. Okay, also es kommt erstmal keiner so direkt dorthin. Sayuna will never die. Naja, wir werden mal unseren Quicksave hier machen. Und dann schauen wir nochmal. Time to end this. Wir haben theoretisch die stärkeren Schützen. Gut, die sind natürlich auf ihrer Mauer hier, ne? Okay, das sieht schon mal nicht ganz schlecht aus. Achso. Be with us. Von euch kommt ja keiner dahin. Repent before the righteous. Und sie hier? Du hast so ein Chance-Mittel. Ja, von dir kannten wir eigentlich hinschießen. Kanone. Na gut. Here comes Sybil, ready or not. Raskuja can sense and pray. Na gut, wie schon gesagt, wir müssen, denke ich, die hier drüben hier auch mal ein bisschen angreifen. Von daher hauen wir hier mal rein. Schön. The army is ready. Battle formations. Mal die in Süden hier angreifen.
out, Ryan. Getting real thirsty here. Time to even the odds. Und dann euch mal hier. Friends are counting on me. Oh, sorry. Did you need something? School is in session. I can do this. Ich bin ernsthaft verletzt hier. They'll notice this one for sure. Achso, wir könnten uns auf diesen Hügel hier stellen, theoretisch. Aber nur wegen den einen jetzt hier. I must not fail. Genau, also die sind fast weg, das ist uns sozusagen egal. I must be brave. Sergeant awaiting orders. Bet you didn't see this one coming. I'm just getting started. Also gut, ich meine, ja. Hat uns auch nicht wirklich geschadet und naja. What's our next tactic? Ja, einfach mal schauen, was hier passiert. Dann könnt ihr nicht sehen, dass die wirklich alle dort auf diese Geschichte dazu rennen. Okay, die dürfen gleich beide Angriffe sofort machen, oder? Outrange uns macht natürlich Sinn. Und die werden das natürlich nicht ewig lang halten können, ne? Ich weiß nicht, ob da wirklich noch mehr Truppen kommen, weil wenn die jetzt alle. Ich meine, gut, wenn sie sich so hinstellen, dass wir bloß zwei vorne angreifen können, aber da sind sie ja trotzdem relativ schnell durch, ne? Und wir müssen uns da ja noch gegen den ganzen Sechserbatzen da durchkämpfen. For my people, for my homeland. Das ist aber wirklich vor, was solche Sachen wie hier. Aber sind natürlich auch Sachen, die man hier erobern sollte. I must stay strong. Na, ja, fast. I ain't got all day. Die kommen dann da nicht rauf, okay. Na dann mal her, Sir Rolante. Also
Also müssen wir bedenken, der hat gar keine Heilung hier. Okay. You got a plan? School is in session. Here comes Sybil, ready or not. Ich denke mal, dass ihr das machen könnt, oder? Okay, ja. Sehr gut. How can I help, my lord? Also warum wurde das nicht mehr angezeigt? Okay. Awaiting your orders. Genau. Always find a way. Ach nee. Ach, jetzt habe ich dich natürlich dahin gestellt. Stay strong, everyone. Ach Mann. Gibt jetzt keinen Back, ne? Raskuja is to be ready. Wir könnten natürlich sagen, dass die hier, wenn die jetzt eh nicht mehr viel machen können, dass sich dann das ganze Zeug hier oben der Reihe nachholen und wir mit den anderen einfach vorrücken. Donar, guide my attack. The battle lies before me. My friends are counting on me. Master Sergeant, awaiting orders. I love this part. Where am I needed? Nicht gut, so ungefähr, wo du bist. Ja, mit ihnen will ich eben extra nicht so nah ran, dass sie auf uns schießen können. Ah, ein bisschen vertan hier, aber gut. Also, ja, alles ganz gut hier. Achso, wir können hier nach oben angreifen und die können so reinkommen. Achso, nee, aber nur der Zauberer hier. Oder die Zauberer, ne? Oh, das war schon mal wichtig. Auch wenn sich so viel geheilt hat als Zusatzaktion, okay. Möglicherweise haben sie den Schützen nicht so hingestellt, dass er noch mit draufballern kann. Okay, das ist ziemlich gemein. Weil denkt daran, keine feindliche Gruppe greift den Palast an. Also ich gehe mal davon aus, das hier, ne? Man kann jetzt natürlich sein, dass die sagen, ich greife jetzt erstmal die hier an, aber... Also hätte man dann wo wissen müssen, dann muss man vielleicht ultra reinstürmen. Das geht, weiß ich nicht. I can do this.
Ich habe gesagt, du gehst mal zur Rückkehr. We will always find a way. Was ist denn mit euch hier? Ja. Ja, ihr haut schon gut rein. Irgendwas angreifen? Nein. Sayuna will never die. Oh, das ist nur, weil du deine... Du wirfst halt so ein Ding hin. I must not fail. A paladin never surrenders. Battle formations. Na gut, nochmal drauf hier. Naja, schade, 5 AP. Achso, wir haben ja... What's our next tactic? Warum durftest du jetzt nicht nochmal moven? They'll notice this one for sure. Donar, be with us. Getting real thirsty here. You got a plan? I must be brave. For my people. For my homeland. Time to even the odds. Du kommst ja nicht ran, ne? I'm just getting started. My friends are counting on me. Ja, aber diese Speerboys hier jede Menge. School is in session. Donar, guide my attack. Na gut, wir können dann noch ein bisschen nachheilen und ähnliches. Also sind eigentlich ganz okay hier. I await your command. Here comes Sybil, ready or not. Und ja, wie schon gesagt, normalerweise sind halt die Kavallerie-Leute eigentlich immer so gewesen, dass sie dann nochmal moven konnten, aber in dem Fall sind wir quasi angebumst worden. I must stay strong. Sorry, did you need something?
Repent before the righteous. Okay. Na, mal schauen, was passiert. Kann ich irgendwie nicht zählen. Aber gar nicht mal so schlimm gewesen. Oh ja, da sollten Sie bedenken, die können durchaus schießen. Okay, leider sterben sie auch wie die Fliegen. Oder wohl nichts mehr mit Zauber, ne? Das ist nicht so das einzige Sinnvolle, was wir machen können, wenn die jetzt sofort hier rüber rennen. Dann werden wir sie nicht mehr einholen können. Break their resolve. Ich weiß natürlich nicht, ob du dann nochmal wieder wegmoven kannst. Dieses Mal hoffentlich. Zumal das eine Feld direkt unter dir blockiert ist, aber gut. Du kannst das einfach nicht, ja? Ach nein, weil du... Ah, es ist nur... Ah. Scheiße. Ja. Es ist nur ein... Ich habe mich da blenden lassen. Es ist eine Infanterieeinheit. Aber da der Hauptboy sozusagen auf dem Pferd sitzt, sieht es halt optisch erstmal aus, als ob er Kavallerie wäre. Okay, jetzt habe ich ja zumindest verstanden, woran es liegt. Das ist schon mal ein Vorteil. Somit natürlich hier Scheiße gebaut, aber was soll's. Du nimmst mal das ein. Not fail. Das Ganze rauf kommen sie ja eh nicht, also da können wir so weit runterlaufen, wie wir eigentlich können. The battle lies before me. Time to even the odds. Swift as
Bet you didn't see this one coming. Where am I needed? Nein, natürlich auch. So, noch jemand übrig? Nö. Okay. Also die halten schon einiges aus hier. Das sind schon sehr gute, dieser Julius hier. Dann kommen natürlich die nächsten. Wahrscheinlich mit Kavallerie da hinten. Irgendwann ist halt Schluss, ne? Ja. Just getting started. Time to end this. Gibt's einen Grund, warum ich nicht da hoch darf? Donar, guide my attack. The time to act is now. School is in session. Das Problem ist, wenn wir mit euch komplett hier reinrennen, seid ihr natürlich weg, ne? Weil das haltet ihr dann wirklich nicht mehr aus. Die sind jetzt noch nicht wirklich da dran. Das kann unser Vorteil sein. Ich meine, er kann recht gut überleben, ne, durch seine ganzen Heilfähigkeiten. Aber vielleicht haben wir sie ein bisschen übertrieben jetzt. Ich habe gesagt, wenn er stoppt, ist es vorbei, ne? Rasguja can sensing prey. I must be brave. I love this part. Temple.
The army is ready. How can I help, my lord? So, das ist dieses komische, von dem ich nicht weiß, wie es zusammenhängt. Getting real thirsty here. A paladin never surrenders. Na, mal schauen. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. So ein bisschen das Problem hier, dass ich jetzt die ganzen Sperrboys hier vorkommen. Und das sind unsere Leute halt unter Umständen ein bisschen anfällig. Ja, mal schauen. Wir haben ja relativ gute Heilung hier, ne? Aber nicht einen Gegner besiegt. Okay, ja. Er hält relativ stabil hier noch. Ich glaube, mit unseren anderen Einheiten müssen wir langsam Richtung Osten ziehen, damit wir dann schnell genug noch das Zeug hier einnehmen können. Also dieses hier in 12 Runden ist wirklich ziemlich hart. Ah, gut, wir werden es versuchen. Unsere Aufgabe ist, dass niemand da unten das Zeug angreift. Das ist einfach eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass der jetzt hier auch nicht angeht. Darum sind wir so weit hier vorgerannt. Ne? Battle formations. Da wird nichts nützen, ne? Die müssen wir dann alle angreifen. Also, sehr schön. So, jetzt kann schon mal die Hauptstadt nicht mehr angegriffen werden. Wird er noch mal ein bisschen eingeklemmt hier. For my people, for my homeland. Du kannst theoretisch außen rumlaufen. Moment. My
Friends are counting on me. Genau, das heißt ja, dass jemand auch hier angreifen könnte, ne? Naja, ich würde mal vielleicht da drüben brauchen. Raskuja is to be ready. Ah. Vielleicht klappt das ja. Ja. Würde ich mal so ausdrücken. The battle lies before me. Sehr schön. Und wieder voll geheilt der Trupp. School is in session. Auf den Hügel mit euch. Sayuna will never die. Okay, dann wirst du dich schon mal mit damit beschäftigen, jetzt mal mit hier rüber zu gehen. Ich hoffe, das hier komplett. Oh ja. Sehr gut. Weil der Sitz da hier noch schnell genug hinkommt. Ihr könnt ja wohl kaum von da aus hier raus, ne? Ach. Och Mann! Da denkt ja wirklich keiner dran, dass der bis da hinkommt. Ja, was soll's. Stay strong, everyone. Wir könnten ihn dafür punishen, falls er es wirklich tut. What's our next tactic? Okay, dann stell dich mal bitte dahin, dass ledig. Ah, liegt nicht an der Angabe da. Das sind reine Schützenfreunde. Na gut, das ist. Das wird eine. Bet you didn't see this one coming. Das ist gerade für deine Geschichte nicht so das Richtige. Halt die. Donar be with us. Müssen wir auch irgendwann einnehmen, ne? Aber wir könnten jetzt die noch gar weghauen. Haben wir jetzt alle? Ja. Hab ich schon gehört, falls wir das mit den 12 Runden nicht schaffen, sind das jetzt auch nicht das Ende der Welt. Wir wussten ja jetzt hier an vielen Stellen auch noch nicht so ganz, wie es jetzt uns hier ergehen wird. Oh, sehr schön, dass den Zauberin weggehauen. Yeah.
Okay. Das sieht doch so schon mal nicht ganz schlecht aus. Master Sergeant, awaiting orders. Kannst du echt du mal eher machen? Time to act is now. Na, dich werden wir auf jeden Fall hier vorne brauchen. Dann lass uns doch mal schauen, was wir hier haben. Was ist unten? Ne, ist noch ein Drachling. Alphons ist der schlechte, ist einfach zu teuer, ne? Zu wenig Führung. Bescheiden. Achso, ja, da haben wir mal angeschaut, wie man das hier. So ein bisschen nerven kann ich, wenn so ein das ist nur Dings ja, ne? Das wollen wir mal mitnehmen. Genauso wie dieser Sonnenstein. Ja, also das war dann so teuer. Wir haben sicherlich ein paar Sachen, die wir theoretisch mit verkaufen könnten oder so. Aber gut. Ja komm. Dann kaufen wir nochmal so einen mit. Swift as wind, strike like fire. Time to even the odds. Not fail. I love this part. I must be brave. My friends are counting on me. The army is ready. Genau, du warst derjenige. Repent before the righteous. Where am I needed? Ja, gut. So. Ist mal weggehauen hier. Wäre gut, wenn du noch jemanden wiederbeleben lassen könntest. Na. Wir können den natürlich angreifen. Er wird dann natürlich sich so hinstellen, dass er wieder. Obwohl im Wald stehen wir vielleicht gar nicht mal so schlecht. Natürlich sinnvoller gewesen, wenn man sieht dann als zweites. Na gut. Und sie wäre dann auch wieder in der Angriffsradius gewesen. Getting real thirsty here. Und zum Beispiel die ihn mal. Wollen wir das wirklich machen? Nee, ne? Mit ihm nicht.
Und die eigentlich auch nicht unbedingt. Das sind eh Fernkämpfer, ne? Ja. Ja, irgendjemand muss ich mal ein bisschen opfern, was soll's. Bet you didn't see this one coming. Ich denke, das war's? Ja. Okay, mit der Gruppenheilung gar nicht mal so schlecht. Ah, okay, ihr wollt die jetzt angreifen. Ja, wie schon gesagt, er wird sich ein Schrittchen weg bewegen, ne? So bin ich mir angreifbar. Das macht aber erstmal nichts. Also, was müssen wir denn noch einnehmen? Also den Pferdestall. I ain't got all day. I can do this. Na, fast nur schützen, ne? Man kann schon irgendwie hinbekommen. What's our next tactic? Awaiting your orders. Okay. You got a plan? I love this part. When getting real thirsty here. A paladin never surrenders. Donar be with us. Donar, guide my attack. Okay. Ich meine, die könnten wir noch schnell weghauen. We will always find a way. Stay strong, everyone. Wir könnten natürlich auch sagen, hey, wir greifen den hier an. Vielleicht das Wertvollere hier jetzt an der Stelle. Obwohl. Ah, fast. Fast die Heilerin weggehauen. Ja, was machen wir mit dir, ne? Du könntest fliehen. Aber das nützt dir wahrscheinlich eh nichts. Von daher haust du mal bitte drauf. So, du bist noch übrig.
Na, vielleicht kannst du auch den Stall sogar einnehmen. Ja. Na gut, dass ich das vielleicht trotzdem dann noch ein bisschen hinzieht und ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil jetzt war ich ja so gemacht, dass ich gesagt, okay, dann machen wir halt den Kampf hier komplett und dann danach, was danach noch kommt. Allerdings habe ich mir jetzt nochmal so überlegt, naja, wenn das jetzt hier doch sich wieder über eine Stunde hinziehen sollte, dann macht es vielleicht doch mehr Sinn, jetzt hier so einen Zwischencut zu setzen und dann sozusagen in der nächsten Folge noch das, den Rest des Kampfes und das, was danach kommt, zu machen, anstatt dann jetzt hier die Folge eine Stunde 20 Minuten, die nächste dann, also sich 25, macht es ja vielleicht mehr Sinn, wenn die jetzt ungefähr eine Stunde ist und die nächste dann 40 Minuten. Ja, von daher gibt es jetzt hier mal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es ja natürlich weiter.